Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Mafia 2. Ja, der gute Henry stand auf einmal bei uns vor der Tür und ja, will locker ausgedrückt bei uns mitmachen. Ich glaube, entweder hat er ein bisschen Schiss, dass er direkt mit den anderen ausgelöscht wird, oder es ist eine Falle und er will unsere Organisation unterwandern. Ich bin mir da nicht so sicher. Ich weiß es einfach nicht. Hey. Hey, Vito. Hast du meine Kohle? Ich halte immer mein Wort, oder? Hier, gib nicht alles auf einmal aus. Heiß ich Joe? Danke. Wo ist Joe? Er war eben noch hier, ist gerade raus, wirkte ziemlich angepisst. Das hat er wohl häufiger in letzter Zeit. Ach, ist das ein Wunder? Hör mal, ich muss was mit dir besprechen. Nur wenn's wichtig ist. Mich hält im Moment Vinci auf Trab. Er führt irgendwas gegen uns im Schilde und keiner weiß was oder wieso. Ich muss das rauskriegen. Hör mir trotzdem erstmal zu. Okay, schieß los, aber mach's kurz. Ein ehemaliger Clementi-Mann hat mich kontaktiert. Er will wissen, ob wir den Rest von Clementis Männern auch noch ausschalten wollen. Das ist gut. Soweit ich weiß, hat der Boss im Moment nichts in der Richtung vor. Es sei denn, sie machen irgendwelche Dummheiten. Er hat mich außerdem gefragt, ob er für uns arbeiten kann. Ja? Wer ist er? Ein Freund von dir oder was? Wir haben ein paar Jobs zusammen erledigt. Er versteht sein Handwerk. Okay, okay. Er soll mal vorbeikommen. Tja, er wäre gerade hier. Tatsächlich. Na gut, bring ihn her. Ich habe kein gutes Gefühl. Eddie? Die kennen sich Henry doch bestimmt. Tomasino. Henry, das ist Eddie Scarper. Sehr erfreut, Mr. Scarper. Sag nicht Mr. Scarper. Meine Freunde nennen mich Eddie. Komm, setz dich, Henry. Also, Vito sagt, du würdest gern für uns arbeiten. Ja, ich habe gerade nichts zu tun. Und was früher mal war, ist Schnee von gestern. Eine kluge Einstellung. Aber zuerst mal, Henry. Hacken Clementi und Vinci etwas gegen unsere Familie aus? Okay. Normalerweise halte ich mich bei sowas ja raus. Aber ich war mal mit Luca Garino bei Leo Galanti. Und Luca erzählte dauernd, Falcone wäre in irgendwelche krummen Geschäfte verwickelt und dass man etwas dagegen tun sollte. Ich schätze, er wollte Vinci gegen euch aufhetzen. Diese Drecksau. Der dealt doch garantiert selbst, aber schimpft trotzdem dauernd über Drogen. Er weiß genau, dass Vinci was dagegen hat. Wahrscheinlich hat er den Alten eingeseift. Aus diesem Grund will er uns jetzt ans Leder. Wir müssen ihm zuvorkommen. Wieder mal? Hey, wenn wir nicht handeln, handelt Frank. Aber erstmal müssen wir Galanti beseitigen. Ohne den ist Frank erledigt. Leo? Ich wollte dich da raushalten, aber mir fiel sonst keiner ein, der so eine Nummer durchziehen kann. Jetzt würde ich sagen, das wäre doch die perfekte Gelegenheit für Henry mal zu zeigen, was er drauf hat. Was sagst du dazu, Henry? Machst du das? Wenn das heißt, dass ich dann dabei bin, klar. Einverstanden. Beseitige Leo. Und was ist mit dir, Vito? Ich würde mich wohler fühlen, wenn du Henry begleiten würdest, damit alles glatt läuft. Heißt ja nicht, dass du selbst Hand anlegen musst. Fahr einfach hin, warte, bis alles erledigt ist und fahr zurück. Aber falls das ein Problem für dich ist, frage ich gern jemand anderen. Was meinst du? Tut mir leid, Eddie, ich kann das nicht. Leo war im Knast wie ein Vater zu mir. Ja, ich verstehe. Dann musst du wohl auf Vito verzichten, Henry. Hol dir Hilfe, wenn du willst, aber es darf auf keinen Fall auch nur der kleinste Verdacht auf uns fallen. Leo wohnt in Highbrook. Keine Sorge, wird heute noch erledigt. Okay, dann mach dich auf die Socken. Bis später, Eddie. Gut, dass du den hergebracht hast. Selbst wenn das vermasselt wird, keiner uns verdächtigen. Ich glaube nicht, dass Henry es vermasselt. Umso besser. Tja, Vito, sonst habe ich heute nichts für dich, aber komm morgen wieder, okay? Ja, bis dann, Eddie. Bis dann. Oh, Mann. Jetzt will er echt alles... Ich habe das Gefühl, dass wir in dieser Familie auch nicht richtig aufgehoben sind. Wo geht's denn hier raus? Da geht's raus. Was haben wir hier? Ein Radio. Ich habe einfach das Gefühl, immer wieder gern, Mr. Scaletta, dass es nicht besser wird. Den ausschalten. Echt jetzt? Ja. Fuck. Na klar. So, komm, ansteigen, los.
Gib Gas! So, ich meine doch, wir müssen in die Richtung, oder nicht? Ja, ich glaube, in die Richtung ist kürzer. So. Polizei. Ist mir egal. Ich muss einen alten Freund retten. Ah, scheiße. Wenn er jetzt echt nach und nach alles auslöscht. Ah, ich weiß ja nicht. Ich weiß nicht. Und wenn wir ihn jetzt warnen und das rauskommt, sind wir doch auch am Arsch. Scheiße. Müssen wir uns dann absetzen? Wo leben wir? Wir haben doch so ein schickes Haus. Ich sollte mich beeilen, ne? Ja. Blaulicht und so. Polizei, ja, super. Oh, Leute. Ich finde das nicht cool. Ich finde das gar nicht cool. Aber was willst du machen, ne? Wenn wir das in der Zeit nicht schaffen, hat das irgendeinen Einfluss auf die Story? Oder gilt die Mission als gescheitert und wir müssen es nochmal machen? Auch wenn ich das jetzt unbedingt wissen will, will ich es nicht unbedingt ausprobieren. Also. Geh da weg! Muss ich ja noch hinter der Polizei hereiern, Alter. Also läuft gerade nicht wirklich. Scheiße. Okay, wir müssen rechts. Komm schon. Scheiße. Da wohnt er auch schon. Einfach hier rein. Scheiße, steig doch aus. Alter. Fuck, muss ich da reinfahren? Gott, was habe ich denn hier geklaut? Nein! Gut. Jetzt haben wir es doch rausgefunden. Was passiert? Warne Leo. Gut, jetzt nochmal. Gibt es nicht. Tut mir echt leid. So. Achso. Komm, einsteigen, Gas geben, weg. Das musste echt so laufen. Das musste echt so laufen. Scheiße. Und schon wieder so eine Dreckskarre gefunden. Unglaublich. Na gut. Okay, die Polizei ist hinter uns. Das heißt, wir sind so mal schneller als eben. Weiß bis halt, ne? Da ist schon wieder Putz. Oh, unglaublich. Und es wird einfach nicht flüssiger. Ich verstehe es nicht. Also selbst diese Grafik und diese relativ kleine Größe der Stadt mit Ladezeiten sollte die PlayStation 4 doch locker ordentlich wiedergeben können. Also es ist anscheinend immer noch sehr beschissen optimiert. War damals bei der PC-Version auch schon, aber... Wie lange ist das jetzt her? 10 Jahre? Leute, bitte. Da hätte man bei der Version hier eigentlich nochmal ordentlich einen raushauen können. Aber naja. Was willst du machen? Genau. Nichts. So. Haben wir eine Doppelhupe? Das hört sich so... Oh, das hört sich schön an. Gefällt mir.
gefällt mir. Ich hoffe, wir waren echt beim richtigen Haus. Wahrscheinlich da durchbrettern durch das Tor und dann zur Tür rennen, ne? Ja. Naja, ich lass mich überraschen. Definitiv ja. So. Hier rum. Wir haben immer noch nicht viel mehr Zeit, ne? So. Ey! Fahr doch, Alter! Aussteigen. Laufen, laufen, laufen. Leo! Leo, bist du da? Leo! Wie zur Hölle kommst du hier rein? Durch die Tür. Leo, Leo, lass das! Ich bin's, Vito! Vito? Verdammt, was machst du hier? Du hättest vorher anrufen Leo, sollen. Leo, wir haben keine Zeit. Sie wollen dich aus dem Weg räumen. Du musst weg hier! Was? Komm rauf, Vito. Hier kriege ich kalte Füße. Willst du was trinken? Ob ich einen Drink will? Sag mal, hast du sie noch alle? Okay, was ist los? Per Zufall, Cone will dich ausknipsen. Die Jungs sind gleich hier, du musst abhauen. Was? Warum denn das? Falcone hat gehört, dass Vinci gegen ihn vorgehen will, weil Clementi gelogen und behauptet hat, er sei im Drogengeschäft. Gelogen? Vito, Carlo Falcone ist im Drogengeschäft, jeder weiß das. Clementi wollte da unbedingt mitmischen, darum hat Falcone ihn beseitigt. Jetzt will er uns auch loswerden, bevor wir was gegen ihn unternehmen. Woher weißt du das? Ich habe meine Quellen. Wieso bist du nochmal hergekommen? Wieso? Sag mal, wirst du jetzt senil? Sie wollen dich loswerden! Dort, hör auf zu quatschen, zieh dich an und lass uns abhauen! Wieso schalten wir nicht einfach den Killer aus, die Carlo mir schickt? Wir sind doch im Vorteil. Sie denken, wir sind ahnungslos. Das ist unmöglich. Ich kenne den Typen, ich habe ihm den Job verschafft. Was? Du heuerst einen Freund dafür an? Nein, nicht direkt. Ich habe keine Zeit, es dir zu erklären. Er wird gleich hier sein. Gut, warte hier. Ich ziehe mich an. Wunderbar. Zu spät, sie sind da. Ah. Oh, scheiße, Henry darf mich hier nicht sehen. Wir müssen uns verstecken, schnell! Und wo? Ah, ich weiß schon. Wir müssen in den Hinterhof kommen. Wir brauchen nur ein Seil oder sowas. Holen wir ein paar Laken aus der Waschküche. Wo ist denn die Waschküche? Los, komm, Vito. Du hast gesagt, wir haben nicht viel Zeit. Wo ist denn die Waschküche? Vito, verdammt, was machst du hier? Okay, ganz ruhig, Henry. Nimm die Waffe runter und schick die Jungs weg. Ich erkläre dir alles. Jungs, ihr wartet draußen. Wenn ich in ein paar Minuten nicht rauskomme, schaut mal nach. Oh. Hinsetzen. Was läuft hier, verdammt? Hör zu, Henry. Leo ist ein Freund von mir, okay? Er hat mir im Gefängnis praktisch das Leben gerettet. Ohne ihn wäre ich nicht in der Familie. Ich wusste nicht, dass Eddie ihn loswerden will. Ich musste ihn warnen. Das musst du verstehen. Ja, aber du musst verstehen, dass ich mir keine Fehler leisten kann. Wenn ich Leo laufen lasse, denkt Falcone, ich habe ihn absichtlich beschissen und verdammt, legt mich... Henry, ich bin dein Freund. Ich würde dasselbe für dich tun. Das hat nichts mit Freundschaft zu tun, Vito. Hier geht's ums Geschäft. Und wenn ich versage, bin ich fällig. Ich kann ihn nicht gehen lassen. Ich habe einen Job angenommen und muss ihn zu Ende bringen. Wenn du nicht zusehen willst, kannst du gehen. Keiner erfährt, dass du hier warst. Also keine Sorge. Hör zu. Leo hat mir erzählt, dass das alles nur wegen Falcones Drogengeschäften passiert. Er verstößt gegen die Regeln und will alle Mitwisser beseitigen. Na und? Die einzigen Menschen, die diese Regeln nicht brechen, sind Frank Vinci und Leo. Und die haben mich nicht auf ihrer Lohnliste. Vito, vielen Dank für alles. Aber geh jetzt besser. Ich hatte ein langes, gutes Leben. Riskiere nicht Kopf und Kragen, nur um einem alten Mann noch ein paar Jährchen zu verschaffen. Nein, Leo. Es muss einen Ausweg geben. Vito. Geh. Sorry, Vito. Keiner erfährt, dass du hier warst. Pass auf, dass du nicht gesehen wirst.
schuldest mir einen Gefallen, Kumpel. Was? Na, Kleiner. Leo. Willst du einen Drink? Was ist passiert? Dein Freund und ich haben uns geeinigt. Ich werde abtauchen. Mich hält nichts mehr in dieser Stadt, seit meine Frau gestorben ist. Ich wollte mich ohnehin in der wärmeren Gegend niederlassen. Tja, hauen wir ab, bevor dein Freund es sich noch anders überlegt. Können wir machen. Wo geht's denn hier raus? Ich bin echt ein bisschen hilflos in diesem Haus. Achso. Ja. Klar. Ja, welchen nehmen wir denn? Nein, wir nehmen den. Der ist sportlicher. Er hätte sich auch mal was anziehen können, okay, ne? Vito. Würdest du mich jetzt zum Bahnhof bringen? Diese Stadt war nie gut zu mir, aber jetzt heißt es Abschied nehmen. Willst du etwa im Schlafanzug los? Worauf du einen lassen kannst. Ich bin lieber lebendig im Pyjama als tot im Smoking. Da hat er recht. Wirst du Frank erzählen, was passiert ist? Aber natürlich, keine Sorge. Ich werde deinen Namen nicht erwähnen. Du hast schon genug Sorgen. Danke, Leo. Die ganze Sache ist urplötzlich. Komm. Verstehst du? Natürlich, Vito. Was hast du erwartet? Du fährst den Eid, ziehst deinen schicken Anzug an und dann ist alles eine große Party? Carlo war schon immer ein verlogener Hurensohn. Sogar für jemanden aus der Branche. Ich habe Frank schon vor Jahren vor ihm gewarnt. Und was machst du jetzt? Ich verschwinde und lasse den Ding ihren Lauf. Ich nehme den ersten Zug nach Lastherren. Und ich rufe ein paar Leute an und kläre meine Angelegenheiten. Dann fahre ich zum Flughafen und fliege irgendwo hin, wo es warm ist. Morgen um diese Zeit liege ich irgendwo am Strand und trinke einen von diesen Fruchtdrinks mit einem Schirmchen drin. Eins ist klar, wenn Carlo mich tot sehen will, dann sollte ich nicht hierbleiben. Ja. Das wäre eine Einbahnstraße ins Leichenschauhaus. Okay, hier ist es. Danke für alles, Vito. Versprich mir einfach, dass du nie wieder etwas so Dummes machst wie heute. Deinen Hals zu riskieren, nur damit ein alter Mann noch ein paar Jahre mehr hat. Versprochen, das nächste Mal sehe ich zu, wie sie dich abknallen. Hab noch ein schönes Leben, alter Mann. Okay. Das wäre natürlich schlecht, wenn ich jetzt überfahren hätte, ne? Ja, da haben wir beim guten Henry doch ein... Gut. Ja. Ich bin echt ein bisschen gespannt, wie sich das alles weiterentwickelt. Weil das läuft ja nicht so optimal. Ich weiß nicht, ob wir uns irgendwie von der Familie losnabeln und eventuell doch zu einer anderen gehen, oder... Ich weiß es nicht. Schwierig. Vielleicht machen wir auch eine komplett neue Familie auf. Die Skelettas. Oder so. Wer weiß. Moment. Sind wir in Teil 3 nicht Mafia-Boss? Ich habe Teil 3 nur mal angespielt, es hat mir nicht so zugesagt. Aber da gibt es doch Vito Scaletta und ich meine, der ist dort Mafia-Boss. Huch. Aber egal. Tut er jetzt noch nichts zur Sache? Franny, was machst du denn hier? Vito, was soll ich nur tun? Ich kann nicht nach Hause. Ich will ihn nie wiedersehen. Was ist passiert? Wen denn? Eric. Dein Mann? Wieso? Er trinkt, feiert dauernd wilde Partys und... Schlägt er dich? Nein. Aber er hat eine andere irgendwo, ich weiß es. Ob er dich schlägt? Manchmal. Diesen Dreckskerl poliere ich die Fresse. Nein, Vito, bitte tu ihm nichts. Ich dachte, du könntest mit ihm reden. Auf dich wird er hören. Wo ist er? Ich weiß nicht. Er hat einen Freund in der River Street. Okay, normalerweise ist er dort. Alles wird gut. Hör mir zu. Wenn es dir besser geht, gehst du nach Hause. Ich rede mit Eric. Wenn er sich nicht heute noch bei dir entschuldigt, ruf mich an. Aber der kommt. Gut, Vito, aber bitte tu ihm nichts, bitte. Keine Sorge, ich pack ihn schon nicht zu hart an. Genau. Würde ich jetzt so nicht sagen. Alles klar. So, Leute. Passt ja. Das Spiel hat gespeichert. Die Folge ist zu Ende. Ich sage schon mal Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und bleibt gesund. Ciao.